Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Yogis Jungs sind Weltmeister. Ach, was sage ich? Wir sind alle Weltmeister. Jetzt ist er endlich da. Der vierte Stern. Ja, und weil das so unglaublich und legendär gestern war, genießen wir jetzt noch mal für alle zusammen, ne, die Mega-Party rund um die Welt. Yeah! Komm, wir drücken mal beide Augen zu, oder? So, da sind wir. Gott sei Dank ist ja Nachmittag. Und dieser Mann hier, ja, der hat uns über Erhaupt zum Weltmeister erst geschossen. Super Mario Götze, verdammt noch mal. Und ganz Deutschland sagt, Gott sei Dank. Und genau deshalb schauen wir uns unseren Super Mario jetzt mal ganz genau an. Oh ja, wie wir gerade gesehen haben, die ganze Welt feiert gerade Deutschland. Auch die Hollywood-Stars, ne? Vom Supermodel über Popstar, alle sind dabei. Haben wir ja gerade schon gesehen. Ne? Gestern war sogar ein Hollywood-Ausnahmezustand. Wer was gepostet hat, bitteschön. So, sind wir doch mal ehrlich, ne? Wer findet nicht gerne ein bisschen Geld auf der Straße? Ein Millionär aus San Francisco, der dreht den Spieß jetzt mal um. Da ja, ich hab was gefunden. Ja, ja, da hinten ist auch Geld. So, der dreht den Spieß jetzt mal um, ne, und versteckt seine Scheinchen seit Wochen an öffentlichen Orten, im Parks, am Strand und so weiter und so fort. Ziemlich cool eigentlich. Ja, die Suche nach dem Geld ist inzwischen übrigens auch ein Trend geworden. Nennt sich Hidden Cash. Ist dem Millionär jetzt einfach nur langweilig oder steckt da eine tiefe Bedeutung hinter? Haben wir uns angeschaut. Herrje, aber auch das Bett oder wie? Wohnung zu vergeben heißt es jetzt auch bei den Promis. Denn da scheint eine junge Dame so pleite zu sein, dass sie ihr Strandhaus untervermieten muss. Was da los ist, hier ist der Tough Klatsch. Ja, ja, so schön sein wie die Stars. Jetzt gibt's Wundermittelchen, die das hier oben rum zumindest angeblich möglich machen. So, zurück bei TAF live aus München mit dem Traum aller Frauen, einmal Weltmeister sein. Das sind wir jetzt Gott sei Dank schon. Jetzt brauchen wir noch Weltmeister-Wimpern. Ja, schöne, lange, dichte, geschwungene Wimpern. Und wer die nicht von Natur aus hat, kein Problem, dann nimmt man eben dieses Wimpernserum her. Nee, da soll man sich auf die Augen klatschen und dann funktioniert das. Ja. Wirklich. Hier wachsen die und so. Wir haben es in jedem Fall getestet. Wir haben aber auch festgestellt, da lauern einige Gefahren. Bitteschön. So, da sind wir wieder bei TAF mit einer Überraschung, die irgendwie total in die Hose geht. Ja, komisch, denn eigentlich freuen sich doch die Kids, wenn es nach Disney World geht. Also eigentlich. Ja. Hier ist TAF nett. Ich habe mich gefreut. Lieber Rune Flor aus Springe, sollen wir dir was sagen? Du hast gewonnen! Du fliegst nach Berlin! Yippie! Ja, das ist deine Kohle! Liebe Grüße nach Springe! Ja, muss ja mal rüberspringen, ne?